Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3 Part 83. Tja, also ich habe hier ein bisschen versucht zu farmen, weil ich dachte, vielleicht kriegt man ja von den Rittern, die hier immer wieder respawnen durch den Caster da oben, den wir jetzt wieder ausgeschaltet haben, dass man dann eine neue Rüstung bekommt oder dergleichen. Ist nicht passiert, aber man muss sagen, die bringen jede Menge Seelen. Und dann und wann kann es passieren, dass hier Havel respawnt. Ab und an, also jedes vierte Mal würde ich mal so grob mal abschätzen. Und ja, der droppt dann auch was. Also der hat einmal den Drachenzahn gedroppt. Also sehr cool, eine Stärkewaffe für Charaktere, die ja, hauptsächlich auf Stärke fixiert sind, nehme ich mal an. Ja, skaliert auch nur mit Stärke. 40 sogar allerdings, muss man erstmal aufbringen. Ein Stärkelevel, ein Großhammer aus dem unzerstörbaren Fangzahn eines uralten Drachen. Zusammen mit dem felsartigen Großschild soll er ein Relikt von Havel selbst sein, das dem Träger Resistenz gegen Feuer und Zauber verleiht. Fertigkeit, Durchhaltewillen verankert die Waffe im Boden und erhöht kurzzeitig die Balance. Mindert bei Aktivierung den Schaden. Ah, der hatte mehrere Tricks drauf, also der konnte sich auch so eine Steinhaut zaubern sozusagen und war damit quasi unbesiegbar. Wahrscheinlich Stein zu Fleisch oder so, irgend so ein Wunder hat der immer gewirkt. Und ja, ach ja, ein Schild hat er auch noch gedroppt. Seinen, genau, Havels Großschild. Ein überaus robuster und schwerer Großschild aus einem großen Steinbrocken. So wie auch der Drachenzahn soll dieses Relikt einst dem legendären Havel der Fels gehört haben. Der Schild ist noch immer von Havels Stärke erfüllt. Fertigkeit Steinfleisch. Aha, dadurch. Er hebt den Schild zum stillen Gebet und verwandelt den Körper in eine solide Steinmasse. Ja, das hat er des Öfteren mal gemacht und in dem Moment hat es auch im Prinzip quasi gar nichts genutzt, ihn anzugreifen. Da musste man einfach warten, bis der Buff denn ausklang und dann hat es wieder Sinn gemacht, ihn zu attackieren, aber währenddessen, wie gesagt, no chance, bei ihm irgendwie Schaden zu machen. Ja, hier ist leider kein Hebel. Leider nicht. Tja, da haben wir den Speer gefunden beim letzten Mal und wir können uns jetzt in einen Drachen verwandeln, das ist doch cool. Vielleicht gibt es auch gar kein Eid hier, obwohl es hier danach aussah. Tja, oder das kommt noch, ne? Könnte ja sein, dass uns da noch das ein oder andere erwartet. Genau, ja, dann müssen wir hier lang gehen. Ne? Ich könnte nach außen lang. Ja, was mache ich jetzt zuerst, Leute? Ach, ich gehe erstmal hier lang. Vielleicht schließt sich dann der Kreis, wer weiß. Ah, Hinterhalt, ne? Da sieht man schon einhocken von diesen Typen. Oh! Wow. Wunderbar. Ja, ich habe mir wieder neue Karsus Rot geholt. Dieses Schmierzeug. Sag ich mal so, die Schmiere. Ganz einfach mal. Die rote Schmiere, die uns Blutungsschaden verleiht. Ja, die hier, ne? Genau, ihr wisst ja, was ich meine. Na, zwei von denen sind unangenehm. Ist ja doof. Was mache ich denn jetzt? Wegtreten. Ah. Geht leider nicht, da mache ich diese rückwärtige Attacke. Oh, weg. Heile mich lieber mal. Sicher ist sicher. Oh! Ja, die machen eine Dreier-Kombo, ne? Oh, kommt nicht mehr weg. Ist doch nicht wahr hier. Ja. Auch der ist ja so gut wie tot. Oh ne, da musst du anhauchen. Fällt er um. Alles klar. Droppen sie was? Nee. Aha. Da steht da jemand.
Aber da auch. Zwei, oder? Ja. Okay, locken wir die mal einzeln an. Mal das probateste Mittel gegen diese Gegner. Den anderen haben wir schon nebenbei erwischt. Ja, große Titanitscherbe, aber wie gesagt, dann und wann droppen sie ja doch mal Titanitbrocken. Ne? Ist da auch noch einer? Na, würde mich nicht wundern, wenn es hier nur so wimmelt von Illusionswänden. Oh, oh Gott, ein Riese. Scheiße. Hört sich immer an, als wäre hinter mir noch einer, aber... Das ist, glaube ich, nicht so. Oh! Was für eine Ausdauer hier. ich habe doch geblockt. Das verstehe ich immer nicht, ne? Trotz Block hat er mich voll getroffen. Na gut, wahrscheinlich durch diese Drehattacke. Da haut er uns natürlich voll die Ausdauer weg. Das bringt mal wieder dran, ne? Ha! Er lebt ja noch! Das kleine Pünktchen habe ich da nicht richtig wahrgenommen. oh, was er noch hatte. Ah, also hier geht's auch weiter. Oder? Oh, ne, da können wir runterfallen. Doch, hier geht's weiter. Ach, ist ja ein richtig großes Gebiet, Leute. Hätte ich gar nicht erwartet. Wow, richtig cool. Wenn man das verpasst hätte, wäre ihnen ja einiges entgangen. Hier geht's auch noch. Ach so. Hä, wo ist denn der jetzt hin? Ach, der wird runtergefallen sein, nehme ich mal an. Also hoffe ich doch. Aha, ne, da komme ich jetzt noch nicht hin. Vielleicht kommt man da später hin. Oder wir waren da schon? nee, glaube ich nicht. Wir waren eher auf der anderen Seite. So, von da sind wir gekommen. Ach, ich liebe es, Leute. Ich liebe es einfach. Ja, das ist schon mal... Das steht fest. Das ist eins meiner Lieblingsgebiete hier. Obwohl optional. Aber hier ist ja auch einiges an Schätzen versteckt. Ne? Titanitbrocken, Funkeltitanit und so weiter und so fort. Dadurch habe ich jetzt auch meinen Katana schon weiter aufgerüstet auf plus 9. Ah, hier ist bestimmt noch ein Gegner. Nein! Ah, immer diese Rückwärtsattacke. Diese Sprungattacke, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, aber es war auf jeden Fall Funkeltitanit. Sehr geil. Von wo sind wir jetzt gekommen? Jetzt bin ich ganz... Ah ja, von da. Alles klar. Ja, ich muss mich immer mal wieder orientieren, Leute. Nicht wundern. so, dann geht's hier erstmal weiter, nehme ich mal an. Ah, hier gibt es mehrere Wege, die weiter... Oh Gott, hier sieht es ja auch gefährlich aus. Schatz voraus. Ah, irgendwie... Traue ich dem Frieden nicht. Nicht vorausfalle. Nicht vorausfalle? Nö. Titanitschuppe dreimal. Ey, geil. Oh, da geht's tief runter. In den Tod. Mir ist da zum Glück nicht. Was heißt zum Glück? Also so können wir uns jetzt nicht weiter verlaufen, weil eine Leiter, oder habe ich mir jetzt verguckt? Da ist noch was, aber wir können hier leider nicht hochsteigen. Das halbe Meterchen können wir nicht klettern. Müssen wir uns wahrscheinlich von irgendwo hinabfallen lassen. Oder hier einfach hochgehen. Ach, diese Echsen, genau. Oh, die sind ja... Die fallen ja hier fast kaum auf. Perfekte Tarnfarbe, würde ich mal sagen. Die können auch Feuer speien. Ah, oh, jetzt kommen sie beide. Scheiße. Beide sind nicht zu verachten. Geh mal schnell. Aber die droppen auch manchmal Funkeltitanit. Dadurch konnte ich ja auch noch meine Hohepriester
einen Hohepriester Krummsäbel ausmaxen. Nicht ausmaxen, noch nicht, aber weiter aufrüsten. Hör doch mal auf, damit. Kannst du was anderes? Ah, das wollte ich jetzt erreichen. Ah, der hat mal nichts gedroppt. Manchmal droppen sie auch nichts, aber es ist eher selten eigentlich der Fall. Also hier kann man die Funkeltitanit auf jeden Fall farmen. Und die Schuppen auf jeden Fall auch. Und das haben wir ja beim letzten Mal gesehen, dass sie das gedroppt haben. Aber die halten halt auch unheimlich viel aus. Die haben jetzt mal gar nichts gedroppt. Aber sie können es droppen. Auf jeden Fall. Ich habe es erlebt. Ihr könnt mir ruhig glauben. Ne? Macht er bestimmt auch. So. Jetzt hätte ich ja mein Schwert, wie gesagt, nicht hochrüsten können. Aber das bringt auch wenig Schaden, muss ich sagen. Es bringt am wenigsten Schaden. Das Hohepriester Krummschwert hat mich ein bisschen enttäuscht. Wer ist denn das schon wieder? Wow. Och nee, nicht noch ein Lindwurm. Ich habe jetzt, glaube ich, keine weiteren... Oder schaut ihr nur kurz mal vorbei? Nee. Ach, jetzt sitzt er da oben, ne? Ach so, den haben wir ja schon einmal gesehen, oder? Na wunderbar. Ach du Scheiße, Leute. Der wird genauso viel Lebensenergie haben, ne, wie der andere. Oh, so ähnlich, ja. Es kommt hier nochmal ein Boss, sozusagen. Was ist das denn, Leute? Ey, scheiße. Ich will jetzt nicht abkratzen. Ungern. Sehr, sehr ungern. Oh, fuck. Och nein. Oh, genau für die Schnauze. Gehüpft. So, jetzt können wir uns vielleicht den Umstand zunutze machen, dass er in die andere Richtung blickt. Oh, diese kleinen Viecher in Masse in hier. Ja. Das werden die nicht schon stark genug werden. Ah, der macht die jetzt platt für uns, hoffe ich mal. Ich glaube, die haben sehr hohe Feuerresistenz. Sturzattacke landen. Ei, 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 geht das weit. Scheibenkleister. Ja, ich hab. Mein Bedarf an Feuer ist gedeckt. Ja, ja, von wegen. Hätte mich jetzt auch gewundert. Passte irgendwie nicht so recht ins Bild. Ja, hier. Mob-Gegner voraus. Och nee, noch mehr Mobs. Versucht gehst du ja. Nee, ist klar. Ist hier Neid oder was? Ah! Boah, selbst die Kleinen machen Schaden ohne Ende. Selbst seine Kinderchen. Ey, warum springt der mal weg? Das ist ätzend. Die Fähigkeit. Wenn man das Fähigkeiten nennen kann. Lästige Animation. Ich meine, manchmal kann sie ja nützlich sein. Also gerade im PvP stelle ich mir das sehr nützlich vor. Wenn man den einfach schnell entweichen kann. Einer gegnerischen Riposte oder so. Oder einem Konterversuch auf jeden Fall. Ach, da werden sie rollen, dann nicht attackieren. Gut, das haben wir schon mal gelernt. Oh, die haben einiges drauf. Oh. Dann drop doch mal was jetzt. Also jetzt ist langsam mal genug hier. Ist der große Drache jetzt weg? Vielleicht können wir den hier von oben mit einer Sprungattacke heimsuchen. Nö. Er sucht uns heim. Na, ist ja auch nicht hoch genug anscheinend. Wie gesagt, einer rechten erstmal. Kommt. Irgendwie pussierlich sind sie, ne?
Na komm. Seite. Am besten mal von hinten attackieren. Ah! Oh! Yes. Ah gut, da braucht man denn den Ring, den goldenen Ring oder die Kiste. Dann kann man wahrscheinlich maximale Ausbeute haben bei den Viechern. Titanitbrocken werden die auch droppen. Ich meine, die sehen ja quasi aus wie ein wandelnder Titanitbrocken. Nur in groß. Oh. Ah! Oh! Zwei Sachen gleich. Funkeltitanit und, jetzt habt ihr das gesehen, ne? Und Drachenschuppe. Oh, das sind überall Drachen. Überall, wo die Drachen sind, da können sie uns auch attackieren. Sehr schön. Stimmt zuversichtlich. Kann man hier noch runter? Nee. Ist nichts. Man kann runter, ich meine, ja, keine Frage. Wenn man einen Hang zum Suizid hat, auf jeden Fall, immer. Ja, nee, ist nicht so gut. Was war das gerade für eine Überblende? Also hier sind Mobs, Gegner. Gegner Mobs. Glaube ich, dass die Geste was bringt. Wir können es ja trotzdem ausprobieren, ne? Na, bringt natürlich nichts. oh nee, da taucht wieder einer auf. Scheiße. Oh nein, oder? Also den müssen wir mit einer Fernkampfattacke irgendwie attackieren. Einen Bogen am besten. Ich hoffe mal, die Pfeile wurden jetzt auch wieder aufgefüllt. Giftpfeile muss ich noch haben. Mein Gott, habe ich viel Krempel dabei. Nee. Gar nichts aufgefüllt. Doch. Oder. Und Gift. Ich aber du kannst, kann ich schon lange. Mädel oder Junge. Ah! Das natürlich. Wow, ich warte erstmal, bis der da sich ein bisschen beruhigt hat. Wow, macht ordentlich Schaden. Yes, tot. Ich guck mal, ob hier noch mehr sind von diesen Castern. Weil die können sich immer wieder Hilfe rufen. Ach, da ist er. Och nee, oh nee. Ah, was mache ich denn hier? Ich komme gerade mit meiner Steuerung gar nicht zurecht hier. Das ist tödlich. Das ist verdammt tödlich. Und ich habe Fat Roll, das ist noch tödlicher. Was ist das für eine? Der wird verdammt overpowered sein, natürlich. Oh, ich sag's ja. Oh! Ist das Rickard? Mit seinem Degen. Immer noch nicht vergiftet. Wahnsinn. Was die hier abkönnen. Jetzt. Boah. Tja, den muss ich mir wieder auf Distanz halten. Jetzt sollte ich lieber das Katana ausrüsten. Das ist ganz cool, um Gegner auf Distanz zu halten. Wie immer das ist. Vielleicht droppt da auch irgendwas. Ja, cool. Auf jeden Fall wurde er gerufen von diesen komischen Viechern.
Ah, können wir so ein bisschen durchbrechen, seine Attacke. Oh, na geil. Genau vor seiner Flinte, wollte ich schon sagen. Vor seinen Degen. Oh. Ah, das ist gut. Man weiß sofort, wenn er es macht. Scheiße, scheiße, der Flatschutz. Oh, wir haben kaum noch Lebensenergie. Hat gereicht. Was? Das war ein Rickards Rapier. Ich sag's doch, das war Rickard. Oder seine Reinkarnation auf jeden Fall. Muss mal kurz nach der Zeit gucken, Leute. Nicht, dass ich hier wieder überziehe ohne Ende. Naja, ein bisschen machen wir. Ein bisschen, nicht mehr viel. Weil das Gebiet, wie gesagt, ist riesengroß. Wir haben ja noch viel zu entdecken. Da bin ich mir relativ sicher. Und vielleicht auch noch ein Boss, wer weiß. Keine Ahnung. Also es riecht danach auf jeden Fall. Irgendein Drachen auf jeden Fall. Ach so. Ah, den Degen, den sieht man nochmal vorher. Hatte ich den nicht schon mal als Drop irgendwo? Oder einfach gefunden, glaube ich. Ne? So war mir. Quatsch. Denn hier die Peak-Waffen. Die Peaks-Waffen. Hier. Rapier ist der normale und das ist Rickards. Das ist ein bisschen stärker. C. Auf Geschick, klar. Naja, auch nicht so doll. Ein auffallend verzierter Rapier eines untoten Prinzen, über den in alten Geschichten berichtet wird, von denen jedoch viele fragwürdig sind. Die Schusswaffe legt jedoch nahe, dass seine Technik tatsächlich sehr anmutig gewesen sein muss. Fertigkeit Rickards Angriff. Nach schneller Haltungseinnahme folgt ein Vorwärtsschritt und ein atemberaubender Kettenangriff. Unterstützt die Offensive mit einem schweren Angriff. Ja, atemberaubend war das in der Tat, was der gemacht hat. Boah. Hä? Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Alles klar. Da waren ja die, in der Kiste, ne? Da waren irgendwie die Titanitschuppen drin, oder? Ist das der Ort jetzt? Oder ich bringe was durcheinander, kann auch sein. Wer weiß. Also hier geht's weiter. Ah, ein Mob war das jetzt nicht. Der Mob bestand aus gerade mal zwei Gegnern, also war jetzt ein bisschen missverständlich, die Nachricht hier. Da wird gerade was geladen, aber ich schätze mal, hier kann man auch hoch. Und dann da runter, aber, dann kommen wir nicht mehr hoch, richtig? Gott, da auf diesem Leut. Ach, das ist diese Riesenglocke, da ist sie ja. Die wackelt aber gar nicht. Der Klüppel auch nicht. da frage ich mich, wo der Lärm herkommt hier. Uiuiui, wie gesagt, ein Riesengebiet erwartet uns hier noch. Sehr cool. Also gefällt mir auf jeden Fall. Also hier können wir irgendwas auslösen. Sollte ich es tun? Läutet die Glocke, oder was? Oder geht das Tor auf? Ist das ein Shortcut? Nee. Ihr macht mir hier Angst, Leute. Also sprich die Entwickler. Aha, wenn wir da runtergesprungen, kämen wir direkt da raus und dann zu den Gegnern da unten. Na schön. Herrlich. Oh, ein Leuchtfeuer. Oh, ich danke euch. Ich danke dem Spielegott. Eieiei, wie herrlich. Oh. Könnt ihr meine Erleichterung spüren? Naja. Hab ja auch keine Anstalten gemacht, mich damit zurückzuhalten, ne? So, na dann können wir das hier in aller Ruhe erkunden. Sehr geil, Leute. Sehr, sehr cool. Ja, wir haben hier alle Tränke voll. Das heißt, ihr seid des Todes. Oh! Das können die also auch. Coole Riposte. Zieht uns die Hälfte der Lebensenergie ab. Wenn er das jetzt nochmal gemacht hätte, wären wir gefletscht gewesen. Jetzt sind wir gefletscht. Bis gleich, Leute.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, jetzt holen wir uns erstmal unsere Seelen wieder. Ist jetzt nicht so dramatisch, da hier das Leuchtfeuer ist. Aber ich sollte trotzdem mal aus der Schussreichweite von dem anderen gehen hier. Boah. Das war doch... Wäre doch ein Backstep gewesen normalerweise, ne? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Oh, eine große Seele war das. Eines entmutigten Ritters oder so. Wenn ich das richtig gelesen habe. Wieder kein Backstep. Verstehe ich nicht. Ja, dann war es doch ganz gut, dass wir den anderen Weg gewählt haben. Nicht direkt hier runter sind. Weil sonst wäre uns das Leuchtfeuer glatt entgangen. Ne? Aber hier ist noch ein Gang. Ach, guck mal ihn an. Oh, ein großer, oder? Nein, ein kleiner. Oh, ach, verdammt nah an der Kante. Puh, weg mit dir. Wenn die was droppen, dann würde man es ja trotzdem bekommen. Das haben wir ja schon des Öfteren mal gehabt. Auch bei den Funkelechsen. Keine Mimik. Funkelt sie denn die dreimal? Geil. Die werfen hier förmlich um sich mit dem Zeug hier. Und hier geht's nochmal hoch. Da geht's auch nochmal lang. Oh Gott. Wo geht's denn hier noch überall hin? Ist ja geil. Lauter Säulen hat's hier. Oh nee. Ist ein großer? Nee, da hinten kommt ein großer. Ich glaube, ich gehe doch erstmal hoch, oder? Ist das geil. Da wartet ein Drache auf uns. Achtung, lauernder Drache. Voraus. Nein, ich will nicht. Ah, das mache ich jetzt noch schnell, Leute. Na nun, komm. Oh, der fliegt weg. Das ist schön. Oh, nee, Havel. Da ist ja Havel, ja. Nochmal, haben wir ja schon einmal besiegt gehabt. Was kommt denn nochmal, der Vogel? Ich sammle erstmal das eine. Ah, ist eigentlich naheliegend, dass hier Havel umstolcht. Oh, eine Titanitscholle! Habe ich das jetzt richtig gelesen? Wie geil ist das denn, Leute? Hammer! Die gibt's ja so selten. Wir hatten ja das eine im gesamten Spiel bisher. Ah, dann seht ihr jetzt vielleicht, ob ihr sich bufft, ne? Oh, das war jetzt Glück. Ich möchte jetzt natürlich nicht krepieren, aber die Scholle ist uns ja eh sicher. Okay. Ah, er tritt auch. Hoffentlich kann er sich nicht heilen. Oh ne, jetzt hat er die Steingestalt. Ja gut, da brauchen wir ihn gar nicht erst anzugreifen. Oh, und Schaden macht er natürlich ohne Ende. Havel-typisch halt. Weil an sich konnte man ihm immer ganz gut wegstemmen, ne? Ja gut, nicht in dem Zustand. Da bringt das fast nichts, Leute, glaubt mir. Mache ich 30 Schaden oder sowas. Gut, jetzt sind wir raus aus seiner Attacke. Ich meine, da ist er zwar ein bisschen langsamer. Ah! Ja, die fletscht einen sofort. So, Leute, aber damit würde ich mich dann auch verabschieden wollen. Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck. Mit einer erneut aufgerüsteten Waffe. Welche das sein wird, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal.